Hallo und herzlich willkommen beim Tourhunter zum neuen Video. Und heute mal so ein Video, so was an der Freude. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, dass ich ein Motorrad kaufen würde und keine Yamaha Y9 R43 nehmen dürfte. Ich grins gerade schon so unter Helm, weil das ist echt schwierig, weil ich sie nie wieder nehmen würde. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, ich dürfte sie nicht nehmen. Mit meinem aktuellen Fahrprofil, also ungefähr so 15.000 Kilometer pro Jahr. Ungefähr so Tagestouren, ein paar Wochenendtouren, eine große Alpentour, nur ein Motorrad, kein Zweitmotorrad. Ich sag da gleich zu, warum ich das so betone. Ludolf, guck mal, die Ludolfs, da war ich sogar schon mal. Nee, aber wo? Ja. Na. Da, kurz die Powerbank wieder an die Kamera machen, damit mir nicht die Kamera stirbt, weil ich habe hier so eine Powerbank in der Brusttasche. So, mein Manucci-Handschuh wieder anziehen. Brauche schon doch eher die wasserdichten Winterhandschuhe, weil es wird doch ein bisschen frischer schon, ja, am Anfang Oktober, der Herbst kommt. Nee, nach meinem aktuellen V-Profil, wenn ich keine R43 nehmen dürfte. Yamaha MT09 Baujahr 2018 bis 2020. Wird schwierig, weil ich bin jetzt ein paar Mopeds Probe gefahren. Also eine Honda CB1000R, eine RS660 von Aprilia, eine neue MT09, Modellcode R69. Was mir noch fehlt, ist zum Beispiel eine Suzuki GSX S1000. Also so der Mittelklasse Naked Bereich um die 900 Kubik. Also zwischen 800 und 1000. Also die ganz großen Hyper Nakeds, was wie MT10 und so, fällt weg, brauche ich nicht. Hat viel zu viel von allem. Tuono 660 bin ich noch nicht gefahren, leider. Hatte der Händler nicht da. Und es wird echt schwierig, weil Honda, Probefahrvideo verlinke ich mal hier oben, die ist mir zu perfekt und zu technisch und zu, die ist mir zu emotionslos. Bam, 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 bam. Die will hier so ein bisschen spielen, die verleitet einen so ein bisschen. So, dann, Carti Supersport LS bin ich letztes Jahr auch noch gefahren. Ich werde, also neue Monster bin ich noch nicht gefahren. Ich werde aber mit Ducati nicht warm. Ich weiß nicht warum. Ich komme da einfach nicht mit zurecht. Ich werde mit Ducati leider nicht warm. Dann ein Fahrzeug, womit ich letztes Jahr sehr viel Spaß hatte. Wo ich mir echt gedacht habe, so, oh, wieso gibt es da so andere Nachteile? Die KTM 98 Duke R. Würde ich mir ein Zweitfahrzeug zulegen, wäre es genau die. Und hier so als normales Fahrzeug, irgendwas soziataugliches, reisetaugliches, was wie eine Reise-Enduro. Nee, wäre mir zu langweilig, aber nee, 98 Duke R, geil, aber sie hat also ihre technischen Probleme. Leider. Leider, sonst wäre die ganz oben in der Liga, weil Spaßfaktor, ey, boah, Bombe, ey. Leck mich. Oh. Spaßfaktor ist bei der echt wow. Gesagt, Ducati komme ich nicht dran. Dann Aprilia R660, auch geil. Hat mir nur ein bisschen zu wenig Hubraum. Aber sonst Fahrwerk, Sound, Betörtheit, wow. Und ist mir als Sportler ein bisschen zu unbequem. Neue Yamaha MT09, Modell R69. Wie schon in einem Vergleichsvideo gesagt, zwischen, ja, oben in der Infobox. Wie schon im Vergleich zwischen R43 und R69. Die R69, damit hat sich meiner Meinung nach wegen der Optik, wegen der laschen Bremse Yamaha keinen Gefallen getan. Das einzige, was wirklich für mich da ausschlaggebend wäre, wäre, wenn ich einen Blipper haben wollte und einen Tempomaten, wenn ich zum Beispiel viel Autobahn fahren würde, dann wäre eine R69 wohl im Beuteschema, aber so. Ein Blipper ist schön zu haben, aber ich brauche ihn nicht. Und sie ist auch zu laut, wegen hier Tirol. Auch die Honda hat auch 97 dB. Zwar Tirol, aber ich weiß nicht, was kommen wird. Eine neue Regierung jetzt, wer weiß, was da an den Start geht. Also es sieht ja nach Stand Anfang Oktober nach Ampel aus. Wer weiß, was da noch kommt. Die SPD sagte, glaube ich, und die FDP, nein, wir wollen keine Sperrungen wegen Lärm haben, aber wer weiß, ne? Wer weiß, wo da die Reise hingeht. Da kann ich mich auch nur anpassen, kann es finden, wie ich will darüber nicht diskutieren. Man will einen guten Kompromiss zwischen allen haben. Ich merke aber auch, mit die Fahrzeuge, das ist halt, wenn du 300 bis 400 Kilometer pro Tag fährst, geht dir irgendwann ein lautes Fahrzeug auch auf die Nerven. Ich wollte jetzt nicht sagen auf den Zip, aber auf die Nerven. Es werden welche, die nur 200 Kilometer Tagestouren fahren, vielleicht anders sehen, aber die kaufen sich ja andere Motorräder. Die kaufen sich zum Beispiel eine 98 Duke R.
dies Jahr auch in der 92 DB Version mit Akrapovic gibt. Aber so, oh, was würde ich mir kaufen? Neues Street Triple bin ich noch nicht gefahren. Ja, da war auch das Lautstärkenproblem. Ich würde mir nach meinem aktuellen Beuteschema wieder eine R43 kaufen. Sitzposition geil, unterhaltsam geil, Motor geil. Klar, sie hat auch ihre Macht. Reichweite. Bremse ist im Vergleich zu anderen Motorrädern jetzt doch ein bisschen lascher, weil Druckpunkt ist manchmal irgendwo. Aber trotzdem, Yamaha kann Bremse gut. Wenn man hier wahrscheinlich mal neue Belege drauf macht und den Zahn der Zeit ein bisschen macht und Stahlflexleitungen drauf macht zum Beispiel, dann hast du ja eine richtig gute Bremse. Ja, aber sonst so, ne? Es ist halt so die Naked Bike Klasse 800 Kubik. BMW F900R spricht mich überhaupt gar nicht an. Bin ich auch noch nicht gefahren, ich will nicht zu vorschnell nicht urteilen. Vielleicht ergibt sich ja mal irgendwann eine Möglichkeit. Kontaktiert mich da gerne. Aber so an sich wird schwierig. Wahrscheinlich dann noch am ehesten, wenn ich wirklich die nicht nehmen dürfte. Was ich aber machen würde, ist eine neue MT09. Da einfach über die Optik wegsehen, einfach nur das Ding fahren. Und die Bremse irgendwie versuchen zu verbessern. Ist halt echt so, ja. Go, 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 go. Ah, hier so die gesamte Motorcharakteristik, ey. Das hat halt auch die neue ein bisschen, ne? So dieses Spielen, komm, spiel mit mir. Komm, ich bin der kleine Zappel Philipp. Der neue fehlt aber halt das Pum, 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 Pum. Aber sie hat trotzdem versprüht für mich, neben der Aprilia, noch am meisten Emotionen. Gibt mir noch am meisten zurück. Ja. Das mal zum Thema, wie ich schon letztes Jahr gemacht habe, wenn ich mich entscheiden müsste. Da habe ich ja schon in eine Richtung gedeutet. Ja. Wer den Vlog aufmerksam verfolgt hat letztes Jahr, ich kann noch mal verlinken. Wenn die Z900 mal Geschichte sein sollte, der hat ja schon ungefähr rausgehört, in welche Richtung es geht. Dass mir jetzt eine SP-Version zugelaufen ist, ein toller Zufall. Oh, ein sehr guter Kauf. Ja dann, Leute, könnt ihr mal runterschreiben für die, die es gucken und was ihr so im Auge habt. Oder ob ihr auch sagt, ich bin mit meinem Bike, was ich habe, zufrieden. Schreibt es mal so ein bisschen in die Kommentare rein. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Gebt mir einen Daumen runter, wenn es euch nicht gefallen hat. Abonniert meinen Kanal. Danke, ich bin raus. Ciao, ciao.